Ich habe Andreas Baulich vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 2012, 13, über einen gemeinsamen Freund von uns kennengelernt, den Ole Kanapin, der mir erklärt hat, dass der Andi wohl der klügste und smarteste Marketer Deutschlands sei und ich ihn unbedingt kennenlernen müsste. Damals war ich mit Ole feiern und er hat mir irgendwie von so einem ominösen Typen aus Koblenz erzählt und Ole meinte, boah, den musst du unbedingt kennengelernt haben, das ist irgendwie der smarteste Marketer Deutschlands, voll der Autist, der kennt sich mega aus, red mal mit dem. Und dann habe ich Andi tatsächlich irgendwann auf einem Event in Berlin kennengelernt und ja, ich würde sagen, er hat es wirklich drauf, damals schon. Damals habe ich Andi eher als so zurückhaltenden Typen kennengelernt, aber wenn man mal mit ihm gesprochen hat, man ihm irgendeine Frage gestellt hat, da hat man schon gemerkt, der Typ hat die Materie echt gefressen. Also war irgendwie gut drauf, ja. Als ich Andreas damals kennengelernt habe, bin ich irgendwann auch in eine WhatsApp-Gruppe mit eingestiegen. Das war so eine kleine WhatsApp-Mastermind mit Marketern. Da waren auch sein Bruder Markus dabei, da war Ole dabei, da waren ein paar andere Leute dabei. Und da war Andi noch bei einsackkandidat.de am Start und hat da seine ganzen Launches gespinnt. Und ich weiß auch, in dieser WhatsApp-Gruppe haben wir immer irgendwelche Fragen reingehauen und er hat uns damals schon in seiner Baulig-Manier konstruktives Feedback gegeben, sage ich mal. Und dementsprechend habe ich mich auch gefreut, als Andi dann irgendwann den Wechsel gemacht hat von einsackkandidat.de zu seiner eigenen Beratung, weil ich glaube tatsächlich, das wissen auch viele nicht, tatsächlich waren wir ganz am Anfang schon kurz Kunde bei ihm, dann lange nicht mehr, aber als ich gemerkt habe, wie viel Erfolg nicht nur er hatte, sondern auch die Kunden, sind wir dann tatsächlich irgendwann Ende 2018 auch eingestiegen. Es war alternativlos, würde man sagen, ja. Kurz zu unserer Geschichte. Ich bin einer der Mitgründer und Geschäftsführer von Prime Estate, also der Prime Estate Performance GmbH. Und eigentlich geht es uns darum, dass wir Menschen dabei helfen, energiegeladen und leistungsfähig durch den Alltag zu gehen. Und wir haben viele Jahre lang hauptsächlich funktionelle Lebensmittel und Supplements angeboten. Aber währenddessen hat Andi uns auch schon mal gesagt: Hey Jungs, wollt ihr Leuten nicht mal zu einer echten Transformation verhelfen? Und wir immer so: Ja, schon, aber das passt nicht so ganz rein. Und irgendwann haben wir auch aus unserem Kundenkreis so viele Fragen bekommen: Hey, macht ihr irgendwie auch Coachings? Kann man auch irgendwie was bei euch machen? Da haben wir uns irgendwann gedacht, okay, es macht total Sinn, unser Angebot auch in dieser Hinsicht auszuweiten. Und dann haben wir mit den Baulix gestartet. Ausgangssituation damals war, dass wir unser Hauptgeschäft über E-Commerce gemacht haben und einen ganz kleinen Teil über Online-Kurse und so weiter und so fort. Und das ist bei uns nie so richtig aufgestiegen. Und dann hatten wir irgendwann das Gespräch mit dem Abend, der uns auch sehr charmant ins Programm eingeführt hat. Und als wir gestartet haben, hatte ich einen Call 1 zu 1 mit Andi. Wir haben eine richtig geile Strategie ausgearbeitet für ein High-Performance-Programm. Und das ist tatsächlich, das habe ich ein paar Wochen ausgearbeitet, gelauncht und das hat direkt richtig geile Resultate gebracht. Besser teilweise als monatelang vorbereitete Online-Kurs-Launches. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, ich glaube, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Heute ist es so, wir haben jetzt im Oktober 2018 gestartet. Es gab ein paar Aufs und Ups, aber die letzten 2 Monate haben wir solide mittelständig gemacht, jeweils über 50.000 Euro Salesvolumen bzw. Umsatz abgeschlossen. Und jetzt geht es gerade immer weiter bergauf. Wir sind dabei, die Prozesse zu optimieren, immer besser im Sales zu werden, immer besser auch die Erfolgsquote der Programme hochzuschrauben, weil Andi auch sehr gut darin ist, Erfolge zu replizieren oder replizierbar zu machen für andere. Und dementsprechend bin ich sehr zuversichtlich, dass die Rakete immer weiter steigen wird. Die Key Learnings würde ich sagen auf jeden Fall, oder ich glaube, mit eins der größten Key Learnings ist Verkaufen gewesen und das zweite Key Learning Positionierung. Aber erstmal ganz kurz zum Verkauf. Ich komme ja aus dem E-Commerce, das heißt, die Produkte, die wir anbieten, kosten normalerweise 20, 30 Euro. Und wir sind schon überlegen, wenn da irgendwas 39, 95 kostet, ah, ist das schon zu teuer? Keine Ahnung. Und als ich dann zum ersten Mal das Skript mitbekommen habe von dem Baulich, auch zum ersten Mal im Call war und mir das alles beigebracht wurde, und ich dann zum ersten Mal mit einem Klienten gesprochen habe, war es plötzlich gar kein Problem, ich glaube, das allererste war ein 2.000-Euro-Paket, ein Coaching-Paket für 8 Wochen abzuschließen. Ich habe ihm das Angebot gemacht, er hat gesagt, ja, okay. Ich so, ja, dann legen wir jetzt los. Und ich erst so, echt so schnell? Ja, lass uns loslegen. Und da dachte ich mir, okay, so einfach kann es gehen. Und seitdem ist eine Sache, die ich immer wieder neu für mich lerne, ist, dass Preis ein super abstraktes und am Ende, wenn der Wert einer Dienstleistung da ist, bezahlen Leute eben das, was ihnen wert ist. Und das war eines der absoluten Key Learnings.
konkret verkaufen gelernt habe ich erstmal über den Mitgliederbereich. Also wenn man Teil des Programms ist, gibt es einen schön ausführlichen, didaktisch gut aufbearbeiteten Mitgliederbereich. Dort findet man Skripte, dort findet man Erklärungen für alle Skripte. Ich habe mir dann das Muster genommen, für mich angepasst, dann in verschiedenen Live-Sales-Calls, die es ja jede Woche gibt, zusammen mit dem Coach angepasst. Und dann habe ich mich selbst ins kalte Wasser geworfen und es hat auch direkt funktioniert. Also das Ding ist, ich würde schon fast sagen, narrensicher. Ich hatte überhaupt keine Sales-Erfahrung, ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Und ich habe mich an die Guidelines gehalten und es hat halt einfach funktioniert. Vor allem eine Sache da war auch bei mir erstmal, ich sag mal, so ein kleines Bedenken, weil als E-Commerce-Unternehmer habe ich normalerweise jahrelang fast gar keinen sehr engen Kontakt zu Kunden gehabt. Das heißt, ich habe eigentlich super selten mit Kunden gesprochen, obwohl wir Tausende davon hatten. Und deswegen hatte ich auch erstmal Respekt davor. Aber dann letzten Endes, als ich mich dann doch getraut habe, habe ich gemerkt, dass es eigentlich super entspannt ist und auch super erfüllend sein kann, mit Menschen eins zu eins zu reden, vor allem auch mit Menschen eins zu eins zu arbeiten, dann auch live mitzuerleben, welche Resultate sie haben. Das ist eine ganz andere Qualität an Miteinander, als wenn so eine kleine Transaktion irgendwie digital abläuft. Was war der beste Moment bei mir im Coaching? Ich glaube, es gab verschiedene beste Momente bei mir im Coaching, vor allem wenn ich Durchbrüche bei Klienten erlebt habe. Aber ich sag mal, der größte Mindset-Shift ist bei mir passiert, als ich ein paar Monate, nachdem ich zum allerersten Mal so ein Sales-Skript in der Hand habe und zittrig vorgelesen habe, gab es einen Tag, der war irgendwie 15 Uhr und ich hatte bis 15 Uhr selber schon, ich glaube, fast 30.000 Euro an Volumen abgeschlossen mit drei Klienten oder sowas. Und da habe ich mir gedacht, boah, krass, wer hätte das gedacht von dem Mann, wo ich ja vor ein paar Jahren mich gefragt, ob ich ein E-Book für 19 Euro rausbringe oder lieber für 9. Und das hat auf jeden Fall komplett mein Bewusstsein für solche Transaktionen radikal verändert. Meine größte Angst, bevor ich mit Andreas zusammengearbeitet habe, das war auch ein bisschen bei uns im Team, die Angst, die, ich sag mal, auf unser Mindset zurückzuführen ist. Weil, wie gesagt, wir kommen aus dem E-Commerce, wir verkaufen nur sehr günstige Produkte eigentlich. Und bei uns im Team haben wir uns gefragt, okay, wenn wir jetzt Coachings für 2.000, 3.000, 5.000 Euro anbieten, macht das überhaupt jemand? Ist das nicht viel zu teuer? Geht das überhaupt? Sind wir da nicht irgendwie Scharlatane oder Abzieher? Ist das nicht irgendwie auch unhöflich, so viel Geld zu verlangen für Coaching-Programme? Deswegen sind wir echt mit einer ordentlichen Portion Respekt an die Sache rangegangen, weil wir auch nicht einschätzen konnten, was Klienten uns sagen potenziell letzten Endes. Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass als ich dann in Gesprächen eins zu eins mit Menschen war, als ich das Angebot präsentiert habe und auch den Preis präsentiert habe, gab es eigentlich fast keine Person, die Seite, die mir gesagt hat, oder nicht eine Person von 50, 60, 100 Leuten, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, nicht eine Person hat mir gesagt, boah, Jungs, ihr seid viel zu teuer, das finde ich unverschämt. Das Einzige, was Menschen gesagt haben, ist, okay, krass, ich finde den Preis völlig gerechtfertigt, aber ich kann es mir gerade nicht leisten oder für mich passt es gerade nicht. Aber ich habe nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, dass Leute mich, ich sag mal, blöd, böse oder als Abzocker empfunden haben. Und das fand ich stark letzten Endes, hätte ich nicht gedacht. Unser umsatzstärkster Monat ist tatsächlich jetzt gewesen, oder die beiden umsatzstärksten, nachdem wir im April, Mai unser Angebot neu umstrukturiert haben. Das heißt, seit Mai, Juni, Juli haben wir jeweils über 50.000 Euro abgeschlossen und auf dem Level bleiben wir jetzt und sind gerade weiter am Steigen oder versuchen, den goldenen Handschlag auch bald zu bekommen. Bis wir unseren allerersten Verkauf gemacht haben, hat es, glaube ich, bei mir dauert fünf, sechs Wochen. Aber das hat nicht so lange gedauert, weil ich so lange brauchte, bis endlich meine Ja gesagt hat. Tatsächlich hat der allererste potenzielle Klient Ja gesagt. Es hat so lange gedauert, weil ich die Positionierung und das Angebot erst entwerfen musste. Aber ich sag mal, wenn man fragt, von Angebot fertig bis erster Klient, 18 Stunden. Ich glaube, eine der größten Sachen, die sich bei uns seitdem verändert hat, vor allem auch noch mehr festgezurrt hat, ist, dass wir in Transformationen denken. Weil bei den Baulix geht es sehr stark darum, dass du Menschen echte Resultate lieferst, auch langfristig echte Resultate lieferst und nicht nur einen kleinen Baustein oder ein kleines Puzzlestück der Lösung anbietest. Und immer wenn wir jetzt hingehen und irgendwelche Angebote für unsere Kunden, Klienten entwerfen, fragen wir uns, okay, wo ist der Ausgangszustand, wo ist der Endzustand und wie können wir die Brücke schlagen und nicht nur einen Teil der Brücke, sondern die komplette. Und das hat unseren Ansatz den Kunden gegenüber geändert. Das hat auch die Resultate unserer Kunden massiv geändert, weil wir sie halt wirklich bis zum Ziel begleiten.
ich würde sagen, zu den krassesten Resultaten, die wir hatten. Da gibt es einige, da gibt es ein paar. Bei einigen darf man, weil wir auch im gesundheitlichen Bereich mit Menschen arbeiten, nicht so viel sagen. Ich kann nur sagen, es sind erstaunliche Dinge passiert. Aber ich mache mal eine Sache, die vielleicht hier relevant ist für Menschen, Unternehmer, die im Bereich High Performance mehr steil gehen wollen. Simples Resultat ist von einem Klienten von uns, der kam an, hat 80 Stunden die Woche gearbeitet, vielleicht mehr, stressende Beziehung, gesundheitliche Probleme und so weiter und so fort. Und was wir geschafft haben, war durch ein paar Stellschrauben dafür zu sorgen, dass er A, viel mehr Zeit für seine Familie hat, B, gesundheitlich voll am Start ist und C, seine Umsätze, ich glaube, innerhalb von ein paar Monaten vier- oder fünffacht hat und das ohne mehr zu arbeiten. Also das war eine richtig steile Nummer und das nur durch kleine Stellschrauben, das fand ich richtig geil. Wenn man ein Baulichtkunde ist, würde ich sagen, fühlt es sich an, als ob man ein ganzes Wolfsrudel hinter sich stehen hat, das allen beschützt und bereit ist, gemeinsam mit einem in Richtung Ziel zu gehen und zu jagen. Weil egal, was für Fragen man hat, man kann immer in einen von, ich weiß gar nicht, wie viele Live-Calls es die Woche gibt, 5, 6, 7, 8 Live-Calls kommen. Man kann immer eine Nachricht schicken an Andi oder Markus und es gibt immer eine Antwort. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, ich fühle mich sicher aufgehoben. Und wenn ich eine Frage habe, wird sie mir beantwortet. Wenn ich eine Hürde habe, hilft man mir drüber zu springen. Ich kenne Andreas ja jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen länger als viele andere. Ich glaube 2012, 2013, als gerade sogar Einser-Kandidat erst angefangen hat. Und ich würde sagen, wie hat sich Andi verändert? Jetzt kommt es, ist wahrscheinlich überraschend für viele, die ihn online kennen. Ich habe den Eindruck, Andi ist entspannter und gemütlicher und witziger geworden. Im guten Sinne, weil online wirkt ja manchmal so wie so ein bisschen, ne? So ein bisschen Hau drauf. Aber wenn man mit ihm hier chillt, wir sind gerade durchs ganze Büro gelaufen, haben einfach nur einen Witz nach dem anderen gerissen. Er ist ein super entspannter, gemütlicher und witziger Typ. Das gleiche auch bei Markus. Nach draußen harter Verkäufer, ist auch ein brillanter Verkäufer, aber sind eigentlich mega coole Typen, mit denen man gerne mal eine Shisha rauchen kann oder ich dann eine tabakfreie Wasserpfeife. Eine Sache, die ich den Baulix mitgeben würde, ist, macht weiter so, Jungs, ihr leistet richtig geile Arbeit und ich bin gespannt, was für geile Videokampagnen noch kommen und was für witzige Marketing-Stunts ihr noch so abzieht.